Einen wunderschönen guten Morgen, meine Aktiven. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema und herzlich willkommen zum neuen Fortnite-Shop vom Donnerstag, den 26.12.2019. Ja, Freunde, der Shop hat geupdatet. Wir haben hier auf der linken Seite das Polarlegenden-Paket, dann haben wir das Schattenfeuer-Paket, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann haben wir einen neuen Skin reinbekommen, der nennt sich Schlotter. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Skin ist jetzt nicht so wirklich meins. Dieses Jäckchen, dieses Bolero-Ding-artige Ding gefällt mir jetzt nicht so sehr. Die Handschuhe finde ich auch ein bisschen aufgedunsen. Und was mich an diesem Skin komplett stört, ist der Schwanz hinten und die Hörner. Das ist so das, was mir an diesem Skin nicht gefällt, aber ansonsten finde ich ihn richtig nice. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt drüber nicht hinwegsehen können. Das gefällt mir nicht. Man sieht an den Armen, ist auch so ein bisschen eisige Luft, die da rauskommt oder sonst irgendwas. Also das sieht schon cool aus, aber das gefällt mir nicht. Auch unten an der Hacke sieht man auch, dass da irgendwie kalte Luft aufsteigt oder was auch immer das sein soll. Dann hat sie auch Flügel, die nennen sich Eisschwingen. Das Ganze ist aus dem Eiskönigreich-Set und kostet 1500 V-Bucks. Die Flügel gefallen mir jetzt nicht wirklich so sehr. Ist natürlich Geschmackssache, aber meins ist es nicht. Die Hacke wiederum, die Froschschneide, die finde ich richtig nice. Für 800 V-Bucks und die Hacke gehört euch. Genau, das war's mit dem neuen Set. Dann geht's hier weiter zur Plätzchenform. Aus dem Lebkuchen-Set für 500 V-Bucks. Dann haben wir den Lebkuchen, den Hängegleiter für 500 V-Bucks. Dann haben wir den Adventsagitator. Der kommt ja in zwei oder beziehungsweise vier Stilen. Einmal verbrannt, einmal nicht. Aber das kennt ihr mittlerweile, brauche ich jetzt nicht näher eingehen. Auf dem Rücken trägt er den Mini-Agitator für 1500 V-Bucks. Dann haben wir die Lebkuchen-Kanonier. Sie hat auch einen Rucksack, Zappel-Kanonier. Und wie gesagt, sie kommt auch in vier Stilen. Einmal mit einem bösen Gesicht, einmal mit einem guten Gesicht. Und genau das gleiche dann nochmal in verbrannt für 1500 V-Bucks. Genau. Dann geht es hier weiter zu den Skins, die gestern in den Shop reingekommen sind. Die kommen in vier Zielen, die habt ihr ja gestern schon gesehen. Genau. Dann haben wir den Traditionsbrecher, die Spitzhacke. Dann haben wir hier die Pyjama-Patrouille. Aber ich zeige euch noch einmal kurz an diesem Skin die ganzen Stile. Genau, das ist dieser Camouflage-Stil. Dann dieser Stil und dieser Stil. Ja, kann man sich so geben, wie gesagt, die ganzen Skins kommen, wie gesagt, in vier Zielen für 800 V-Bucks aus dem gemütlichen Gefechtsset. Die Schlafanzugschlechterin, die festliche Verfechterin und die Lackierung heimeliges Fest. Oh mein Gott, damit habe ich auch gestern schon Schwierigkeiten gehabt. Die Lackierung geht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mega schlecht ist. Sie hat was, aber besonders ist sie jetzt auch nicht. Genau, und die haben wir ja eben gerade gesehen, das war die fröhliche Verfechterin. Genau. Dann haben wir hier wieder die Zuckerfee, die war ja jetzt auch, glaube ich, ein Jahr nicht im Shop, glaube ich. Bin mir jetzt aber gar nicht sicher, die ist auf jeden Fall sehr selten. Die haben wahrscheinlich jetzt nicht so viele Leute. Ich feiere sie, ich kann sie empfehlen, 1500 V-Bucks. Die Flügel finde ich jetzt nicht so toll. Flatterfrost nennen sie sich, ist natürlich Geschmackssache. Dann geht sie weiter zum Schneegestöber. Die ist ja jetzt, glaube ich, zum dritten Mal im Shop oder so. Die ist auch niegelnagel neu vor ein paar Tagen gewesen. Die feiere ich, die finde ich richtig gut, kann ich vollkommen empfehlen für 1200 V-Bucks. Dann geht sie weiter zur rotnasigen Räuberin. Ich weiß auch gar nicht mehr, das sind so viele Skins jetzt im Shop gewesen, ob sie vor ein paar Tagen im Shop war oder nicht. Aber wie gesagt, sie ist ein Season 1 Skin, 1200 V-Bucks, der gehört euch. Dann haben wir hier das Emote Ruf zur Schlacht. Für 200 V-Bucks, dann haben wir Komm doch das Emote für 200 und dann haben wir Gitarrengang für 500. Das ist ein Fortbewegungs-Emote. Ja, Freunde, das war es im Grunde genommen vom Shop. Ihr seht, hier rechts haben wir wieder die Savos-Sachen oder noch drinne. Die werden wahrscheinlich jetzt noch ein paar Tage drinne bleiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush.